Jo Leute, was geht? Willkommen zurück. Willkommen zu The New World. Offene Beta auf der PlayStation. Vielleicht nächsten zwei Tage mal reinschauen. Oder nächsten drei ist Open Beta vom 13. bis 16. Viel Spaß mit den Highlights. Charakter erstellen. Was mich hier auch sofort nervt, das ist dieses Oldschool Point-and-Click-Ding mit dem linken Stick. Das ist so schlecht. Es gibt Soldat. Es gibt Vernichter. Gibt es männlich-weiblich? Das wäre mir erstmal auch wichtig. Es gibt einen Bogenschütze, den finde ich ganz cool. Aber guck mal hier, Fähigkeiten. Holzfällerei finde ich schon mal gut. Gut, ja. Wir nehmen einfach einen Jäger. Kein Bock jetzt hier. 1000 ist eh nur ein Beta. Ach du Scheiße, gibt's. Ja, da sehe ich mich. New World. Ich bin sehr gespannt. Ich habe keine Ahnung. Also relativ wenig. Öffne das Inventar. Speerbogen. Okay, muss man immer so hin und her. Das glaube ich. Das sollten die auf jeden Fall noch auf die Pfeiltasten mitlegen. Ich meine, es ist ja eine Beta. Das heißt, da kann viel noch passieren. Aber da meiner Meinung nach sollten die das direkt auf die Pfeiltasten auch packen. Aber was mir auf jeden Fall direkt gefällt, ist, wie sie sich bewegt. Wie viele Pfeile habe ich unendlich? Das wäre ganz wichtig. Gibt's Headshot? Bogenmeisterschaft. Ah, das ist cool. Das finde ich direkt cool. Wenn man verschiedene Waffen, Typen, Klassen auch noch zusätzlich leveln kann, dann irgendwelche Bonis bekommt. Ich kann leider nicht so viel zu dem Game erklären, weil ich selber auch nie gespielt habe. Ich weiß ein paar Eckdaten. Jetzt ist Beta. Im Oktober kommt es schon raus für die Konsole. Ist aber nicht umsonst. Kostet 60 Euro, glaube ich, gerade im Store. Und ist von Amazon Games. Ich glaube, ich habe unendlich Pfeile. Das ist auf jeden Fall schon mal chillig. Punkte zu weisen. Oh, es gibt so Punkte, da habe ich Bock drauf. Okay, alter Verwalter. Oh, Scheiße. Fähigkeiten. Oh, Kacke. Fang mich doch. Wenn sich mindestens drei Gegner im Umkreis von 3 Meter um dich herum befinden, hältst du 20% Eile. Das juckt mich gar nicht. Kopfschüsse verursachen aufgerissen. Dieser verringert die Rüstung des Heals 5 Sekunden um 10%. Verschieß eine Vielzahl von Pfeilen. Ja, das nehmen wir. New World Aeternum. Aeternum? Auf jeden Fall ist sie... Oh, seht ihr das, wie die Grafik viel schlechter geworden ist nach dem Intro? Guckt euch das an. Das ist... Oh, das ist aber... Boah, das gibt mir so... Die Grafik, also zumindest war es von dem Charaktermodell von ihm, gibt mir so 2000er-Vibes, also Gamecube. Ich bin da nicht so grafikmäßig, juckt mir nicht so, aber das ist schon erschreckend, 2024 von Amazon. Da will ich nie wieder bashen gegen Ubisoft hören. Nie wieder. Alter Schwede, hier geht's voll ab! Sammle Folgendes vom Boden, Feuerstein. Sammle Folgendes von einem Busch, Holz. Digga, was geht hier ab? Hä? Ich check's gar nicht so richtig, muss ich sagen. Spuren lesen und häuten. Ey, für alles Mögliche gibt's ein Level, kann das sein? Ich will. Hehe, geklaut. Haha, der Klauer. Attribute. Ich habe da Attribute zu vergeben. Stärke, Geschick. Barscheinbar voller Gesundheit. Das nämlich. Ich gehe einfach mal voll auf hier. Bam. Aber ich habe ja auch Nahkampf, ne? Sowas mal ausprobieren. Guter Schaden. Speermeister plus 11. Guck mal, direkt Level up. Wieso liegen die hier rum? Richtig am Chillen. Das Häuten dauert ganz schön lang, aber ich habe gesehen, man kann das irgendwie irgendwo verschnellern. So, da echt ewig. Nein, meiner geht weg. Grafisch sieht schon mal gut aus. Ah, ich habe da eher so gemischte Gefühle. Guck mal, ihre Lippen bewegen sich nicht. Das ist Pokémon-Style. Das Aufmachen der Kisten und so, das dauert mir zu lang. Aber das Häuten dauert echt lang. Das muss ich ja 1000 Mal machen. Das hört ja auch nicht auf, ne? Später bei Bären und Löwen und alles mögliche. Trüffel. Ach, das dauert auch so lang. Oh, Junge. Das muss ich auf jeden Fall hoffentlich bald ändern, weil das dauert zu lang. Das macht einen ja wahnsinnig. Da kannst du ja immer eine Pinkelpause zwischen. Können wir mal kurz zählen, wie lange es dauert? Das sind bestimmt 3 Sekunden jedes Mal. 1, 2, 3, 4. Boah, 5 Sekunden, ich kacke ab. Aha, da sind wir in der ersten Stadt. Schön, schön, schön. Wenn du dich jetzt schon über die Geschwindigkeit des Holzes ärgerst, freu dich schon mal aufs Holz fallen. Ach du Scheiße. Oh mein Gott, der sieht aus wie ein Clown, ne? Von mir. Ach du Scheiße, Alter. Während der den Cola baut, könnte ich mir eben die Steuererklärung machen. War alles immer mit dieser Wartezeit. Also wenn du alles auf Max hattest, hast du bestimmt, weiß ich nicht, einen Monat in dieser Sequenz verbracht. Mit einem Monat kommst du nicht hin. Ach du Scheiße. Es sieht auf jeden Fall zumindest mal von der Kulisse echt schön aus, ne? Mit den Schatten und so. Läuft auch ganz gut. Das ist natürlich nicht die übelste High-End-Grafik, was auch Texturen und so angeht, aber... Für das, was es ist, ist echt ganz schön anzusehen. Also ich kriege hier keinen Augenkrebs. Aber dafür gibt es ja die automatische Lauffunktion, ne? Hätten wir mal lieber einen Sprintknopf eingeführt, anstatt die automatische Lauffunktion. Hätte mir mehr gefallen. Was sagt ihr zum Preis von der PS5 Pro? Stimmt, da haben wir gar nicht drüber geredet. Also, mal kleiner Real Talk und Uprant zur PlayStation 5 Pro. Also erstmal musst du sagen, ist die Präsentation echt scheiße gewesen. Ein 800-Euro Gerät zu verkaufen mit, ey, du hast jetzt 60 Frames und 4K und musst dich nicht für eins entscheiden.
was ja letztendlich ist, ist kein Verkaufsargument. Die ganze Präsentation war so schlecht. Also meiner Meinung nach hätten die viel mehr sagen müssen, was für Specs drin sind. Teraflops, das, was die ganzen Technik-Nerds ja wissen wollen. Das, was auch zu PS5 und Xbox Series X die Sache war. Und nicht, oh, ihr könnt jetzt 60 Frames und 4K haben, anstatt nur eins von beidem. Damit verkaufst du keine Konsolen. Also, das war wirklich ein Reinfall. Und der Preis, ich glaube, wir sind uns alle einig, wer für 800 Euro ohne Laufwerk eine Konsole kauft, der hat echt Kontrolle verloren. Vor allen Dingen für eine Konsole, die kann ja nicht mehr. Es gibt ja keine Spiele, die nur für die Konsole laufen. Die Spiele, die sie da gezeigt haben, laufen ja nur etwas besser. Gab damals ja den New Nintendo 3DS. Da gab es Spiele, die nur auf diesem liefen. Es gab zwar nur 7 Stück oder so, aber es gab da dediziert Spiele, die nur darauf liefen. Wieso man sich jetzt eine Pro kaufen sollte? Also selbst wenn ich keine Konsole hätte, würde ich niemandem dazu raten, ey, kauf dir eine Pro. Ich würde jedem sagen, ey, kauf dir eine normale Slim. Mann, ich habe nicht ein gutes Wort zu sagen zur PS5 Pro. Da bin ich so doll auf die ersten Technik-Reviews gespannt, wenn die rauskommt und die ersten Leute die wirklich ausprobieren, um zu sehen, ob die Sinn macht oder keinen Sinn macht. Ja, und ich war ja von Anfang an so, ey, ich muss mir auf jeden Fall eine Pro holen. Oder ich will mir auf jeden Fall eine Pro holen, weil meine schon so alt ist. Ich habe meine ganz am Anfang zu Release bekommen. Ich will mir auf jeden Fall, was war das? Eine Pro holen, weil meine schon so alt ist. Aber bei dem Preis, nein. Ab dem 8. Oktober werde ich einen 24-Stunden-Stream machen. Und dieser 24-Stunden-Stream wird ein Sabaton. Das heißt, mit jedem Sub verlängert sich der Stream um 15 Minuten und bis zu eine Woche. Das heißt, 24-Stunden-Stream mache ich so oder so. Oh, guck mal da, eine Schlachtschunke. Aber ich könnte theoretisch auch 7 Tage am Stück streamen. Und mit 7 Tage am Stück meine ich nicht, ey, ich mache hier Blackscreen, lass irgendein YouTube-Video laufen und gehe oben pennen. Ich werde hier pennen. Da wird eine zweite Kamera aufgestellt und ich werde 24/7 vor der Kamera sein. Das Einsammeln und die Laufwege geben mir übel auf den Piss. Also ich würde mir wünschen, das Game hätte ein wenig weniger in die Schatten investiert und die Menge an 3D-Objekten und dafür ein bisschen schönere, ich weiß gar nicht, mehr Polygone. Weil die Haare und die Gesichter, die sehen schon echt nicht so gut aus. Also das ist teilweise, also, weiß ich auch nicht, PS3 Gamecube-mäßig. Also ich kenne Gamecube-Spiele, die sehen schöner aus, gerade zumindest mal was das Charaktermodell angeht. Geil, Alter, Also ich muss sagen, das Spiel macht echt viel richtig, was du nicht alles leveln und alles, was du machst, das ist etwas, das liebe ich in Spielen. Alles, was du machst, gibt dir auch was. Nichts fühlt sich unbelohnt an. Ausweiden von Tieren, Ernten von Kacke, Töten, Kämpfen, alles bringt dir irgendwas. Das gefällt mir richtig gut. Dass der Fortschritt nicht ins finale Game übernommen wird, finde ich irgendwie doof. Gerade das hat zumindest bei Skull & Bones für mich dafür gesorgt, dass ich das finale Spiel dann auch kaufe. Da tun sich, glaube ich, keinen Gefallen mit. Alter, Büchse. Grausame Muskete. Oh, geil, Alter. Muskete. 500? Jetzt geht's ab, Leute. 500 habe ich. Das war aber ein Crit auf jeden Fall. Sehe ich mich. Geil. Wo muss ich hin, Alter? Was ist das hier? Ah, muss ich hier Parkour machen? Parkour. Parkour. Es ist echt Parkour, Alter. Ich kacke ab. Macht das irgendwas? Oh, das macht gut Schaden. Aber wenn man durchrollt, macht es keinen Schaden. Hehe. Tiereingeweide. Ja, das Häuten, das Abbauen, das dauert echt zu lang. Aber wenn man das, ich sag mal, das hätte man auf maximalen Level in einem Gebiet. Selbst wenn du halt nur halb so lange brauchst, dauert es immer noch zu lang. Selbst wenn du 50% schneller bist, dauert es immer noch zu lang. Das Game soll halt 60 Euro kosten, ne? Und das ist halt, das ist eine Lebenseinstellung. Das spielst du nicht mal eben ein paar Stündchen. Das Ding ist eine Lebenseinstellung. Das heißt, man muss sich ganz doll im Klaren sein, ob man das Game zocken will oder nicht. Sieht ja schon nett aus, aber ja, da laufen Stunden rein. Da laufen nicht noch Stunden rein. Alleine das Abholzen. K.
Keine Ahnung, wie wichtig das später wird, aber das dauert auf jeden Fall Ewigkeiten. Das ist schön, dass die Welt so groß ist und auch so organisch und es gibt relativ viel zu entdecken und es ist auch echt schön und so, aber dieses viele Rumgerenne ist echt doof. Dann hätten sie ich finde die ganze Ausdauersache auch irgendwie, die Ausdauer zumindest mal aktuell ist nur für zweimal springen, für sonst nix. Dafür extra eine Ausdauerleiste, dann mach doch einfach, du kannst zweimal springen und fertig. Aber wofür gibt's die Ausdauerleiste? Ich kann nicht rennen, nur zweimal jumpen damit. Irgendwie erschließt sich mir das ganze Ausdauersystem nicht so ganz. Ja, ich glaube gerade, weil das Endgame so krass ist, ich glaube jetzt hier einmal Beta spielen, das reicht mir fast schon, um mal Spaß dran gehabt zu haben. Ich glaube, das Game, wie ich es eben auch gesagt habe, ist eine Lebenseinstellung. Also da musst du wirklich, um dem Spiel und dem, damit du was erreichst, gerecht zu werden, Stufe 25, richtig, also viel mehr Zeit investieren. Ich will nichts sagen, aber das Laufen und Reittiere hätten sie ruhig ein bisschen früher reinbringen können. Ich bin jetzt über 4 Stunden im Game. Ich weiß auch bei Diablo, da hat es ewig gedauert, bis wir ein Reittier bekommen haben, aber wieso warten die damit so lange? Das macht das Game am Anfang so langatmig, dass man da dieses Anfangsgebiet kein Reittier hat. Weiß nicht mehr, wo das war. Das kann ich voll nachvollziehen. Aber hier in diesem Fischerdorf, hätten die ruhig mal einen Pferd einführen können. Also ich bleib dabei. Für hier mal reinschauen in die Beta, finde ich es ganz cool. Ob ich es dann final komplett spielen würde, weiß ich auch nicht, weil es eben so. Also ich merke das jetzt schon. Es ist sehr viel Looting, Looting, Looting. Und dann halt immer wieder hier warten, das ist nervig. Mal so als Vergleich, ne? Elden Ring hat ja, wenn du etwas aufsammelst, musst du, also nicht bei allem, aber wenn du irgendwas lootest, Kräuter oder so, musst du einen Knopf drücken. In einem Mod für einen PC haben die gemacht, dass du nur drüber laufen musst und es wird automatisch eingesammelt. Jetzt stell dir vor, du läufst an so einem Rohr hier vorbei. So ein Stein oder Schilf und so. Und das wird alles einfach automatisch eingesammelt. Ohne dass du hier immer wieder 1 Sekunde, 2 Sekunden, 1 Sekunde. Da geht so viel Zeit bei drauf. Alleine das ist schon für mich tatsächlich so ein absolutes No-Go, weil das so viel, ja, Lebenszeit frisst. Das, man muss es einfach so sagen. Also ist ja nicht mal so, als wäre das spielerisch irgendwie sinnvoll, wie zum Beispiel manchmal hast du in Spielen, dass du irgendwie ein Labor hast oder irgendwas forschen musst oder irgendwas und das dauert dann ein paar Stunden sogar oder ein paar Minuten, damit du davon eben nicht 100 Stück auf einen Schlag machst, sondern um das ein bisschen zu reduzieren. Aber für einen scheiß Gras aufsammeln, jedes Mal eine Sekunde warten, nee du, das muss nicht sein. Das ist für mich ein Totschlagargument, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich das Game nicht kaufen würde. Wir haben eben, Mike hat gesagt, er hat das komplett durchgesuchtet auf PC, alles gemaxt und so. Und da habe ich auch Spaß gesagt, ja, dann hast du bestimmt einen Monat in dieser Animation, dass du Sachen aufsammelst oder abbaust, verbracht. Und irgendwie 3 Leute im Chat meinten, ja, ein Monat reicht da nicht. Also das ist für mich ein Totschlagargument. Ich will doch nicht, reicht schon, dass wir Jahre unseres Lebens auf der Toilette verbringen, da will ich doch nicht noch einen Monat verschwenden, wie ich irgendwas einsammle. So gut kann das Game gar nicht sein, da ich das mache. Was eigentlich schade ist, weil ich das Game an sich eigentlich ganz cool finde. Aber also es ist einfach zu lang. Es ist einfach zu lang. 1, 2, 3, 4. Und es ist ja nicht mal so eine geile Animation wie bei Zelda. Er macht eine Truhe auf, es kommt ein geiler Jingle. Er springt rein in die Truhe und hebt dann irgendwas hoch. Was du auch bei weitem nicht alle 5 Minuten hast. Sondern es ist einfach nur. Und da weiß ich nicht, ob ich mir das wochenlang angucken möchte und will. Sie gehen auch immer auf mich, habe ich das Gefühl. So. Oh, da gibt es diesmal sogar was. Frost des Nordens? Int. Schade, Mann. Die sieht auch cool aus. Gibt es hier auch noch besseren Loot? Kann man den quasi immer wieder besiegen? Immer wieder looten quasi? Kann ich jetzt einfach hier chillen und den vielleicht immer wieder farmen mäßig? Ja, aber ich glaube, wir haben ganz guten Einblick in New World bekommen. Das waren jetzt, weiß ich nicht, 5 Stunden. Die Zeit verging wieder so, also während Zeit Fresser sucht auf jeden Fall New World das Game. Ob ich es mir jetzt zum Release holen würde, ich weiß nicht. Für 60 Euro, du kriegst halt viel Spiel, ne? Also so ist nicht. Ist jetzt nicht, als würdest du hier nach 2 Stunden sagen, oh ja, Game vorbei. Also du kriegst hier viel für dein Geld. Aber aus den genannten Gründen weiß ich nicht. Na, müsst ihr wissen. 60 Euro, wann habt ihr gesagt? 15. Oktober, irgendwann Oktober kommt es raus. Dieses Wochenende noch, ich weiß nicht, wann ich es auf YouTube hochlade. Vielleicht ist das Beta-Wochenende auch schon wieder vorbei, Leute. Dann seid nicht sauer auf mich, aber ja, es gab hier ein Beta-Wochenende.